Die Wirtschaft in der Türkei boomt, auch ohne EU-Beitritt. Die Zollunion mit Europa sorgt seit fast 10 Jahren für einen weitgehend reibungslosen Warenaustausch in beiden Richtungen. Brüssel will heute ein neues Verhandlungskapitel eröffnen. Es geht um Regionalpolitik. Ein kleiner Fortschritt nach 3 Jahren Stillstand, aber einer, der der Regierung in Ankara noch Kopfzerbrechen bereiten könnte. Es ist ein schwieriges Kapitel. Die Türkei hat keine Regionalpolitik. Es gibt offiziell nicht einmal Regionen in diesem Land, nur die Zentralregierung und dann ganz unten die Kommunalverwaltungen. Dazwischen ist nichts. Da bleibt also viel zu tun. Noch im Juni hatten die unverhältnismäßig harten Polizeieinsätze gegen Demonstranten in Istanbul für eine neue Eiszeit zwischen Europa und Ankara gesorgt. Vor 2 Wochen dann legte Regierungschef Erdogan ein weiteres Demokratiepaket vor, das sein Land den europäischen Standards näher bringen soll. Allzu ambitioniert war das aber nicht. Diese Reform wird uns nicht von allen Altlasten befreien, aber es ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, das wir erreichen wollen. Der kurdischen Volksgruppe wurde erlaubt, in Privatschulen in kurdischer Sprache zu unterrichten, das Demonstrationsverbot gelockert und das Kopftuchverbot in staatlichen Verwaltungen und Schulen aufgehoben. Aber es fehlen rechtsstaatliche Reformen zur Wahrung der Grundrechte, so die Kritik der Opposition. Gegen kurdische Parlamentsabgeordnete und Mandatsträger laufen seit Erdogans Amtsantritt Prozesse mit der Drohung von insgesamt 1 Million Jahren Haft. Das ist absurd. Es fehlt jeder rechtsstaatliche Rahmen. Justiz und Grundrechte, das wäre das nächste Kapitel auf der Liste. Die Antiterror-Sondergesetze werden oft als Mittel im Kampf gegen politische Opposition genutzt. Auch in der Zypern-Frage und bei der Behandlung religiöser Minderheiten gibt es kaum Bewegung. Die Europabegeisterung der Türken ist stark abgeflaut. Es werden seit Jahren die gleichen Themen besprochen, aber es tut sich nichts. Es geht nicht voran. Ich denke, dass es noch Zeit braucht. Die EU sagt ja selbst, dass wir viele Bedingungen noch nicht erfüllen. So schnell wird das wohl nichts. Die Türkei feiert heute das muslimische Opferfest. Brüssel ist da weit weg.